ganz schön scheiße aus übrigens, ne? Hier gibt es manchmal so eine Caves, wo einige Ressourcen wie Stalaktiten runterhängen. Unter anderem auch Glowstone, Lapis, Redstone, Kohle, Eisen, Diamant. Aber Diamant habe ich hier leider noch nicht gefunden. Und ich war schon in zwei solchen Höhlen drin. Jetzt hätte ich wahrscheinlich schon ein paar mehr Diamanten. Jedenfalls habe ich da Glowstone bekommen und das ohne Nether direkt. So, mal hochgehen und mal masterieren lassen. Zack. Zack. So. Denn man braucht für Recycler bekanntlicherweise Glowstone Dust. Oder Leuchtsteinstaub, obwohl Glowstone Dust sich irgendwie besser anhört, ne? Okay, now we are practicing this let's play in English. Nee, nee, machen wir mal nicht. Deine Battlefield Part hat schon gereicht. So, ich brauche dann noch 12 Erde. Und 4 Kompressor. Ach nö. Warum? Okay. Dann machen wir uns aus dem Rubber einfach mal gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einfach mal gleich. Sekunde. Electronic Circuits, glaube ich, wenn ich das jetzt sagen wollte. Hab's vergessen. Tut mir leid. Blöd, nur wenn man mit einem Satz vergisst, was man sagen will, ne? Egal, ihr kennt mich ja. So, das in der Mitte, das wieder draußen rum. Und Electronic Circuits sollte erstmal reichen. Also, eine Sache, die ich nochmal kurz mache, ist dieses Resonate mal kurz zur Halle zurückzurennen. Das dann mal kurz zu verarbeiten. Ich hoffe mal, dass die Musik nicht zu laut ist. So, einfach mal leiser gestellt. Ah, Moment. So. Gut. Falls es zu laut war, sorry dafür. Aber man sollte mich eigentlich trotzdem verstehen können. Ach ja. So. Am besten schreibe ich mir vor Beginn der Aufnahme so einen Zettel, wo ich genau drauf zu stehen habe, was ich zu machen habe. Dann hake ich immer alles ab. Beispielsweise, großer Punkt, IC2-Maschinen bauen. Denn erster Unterpunkt, wie fein Iron schmelzen, in Klammern so und so viel. Weißt du, dann wäre es immer so eine Idee, da komme ich auf keinen Fall durcheinander. Aber es wäre wieder zu seriös und das wird dann wieder einige Leute abschrecken, weißt du? Braucht ihr denn für einen Kompressor noch? 24... Cleanstone, ja, das war's eigentlich schon. So, Kompressor. Ich hoffe zumindest, dass man dafür gebraucht hat. Und Refined Iron. Ich mache einfach mal einen Maschinenblock. So. Die Rezepte habe ich größtenteils noch im Kopf. Nur das gerade nicht. So, also so ungefähr weiß ich noch. Ich weiß noch nicht, was man da noch gebraucht. Vielleicht das hier. Was war denn das? Recycler. Da. Oh. Okay. Ah. Dann habe ich das wohl irgendwie vom Mars Fabricator im Kopf gerade gehabt. Na egal. Recycler check.
Die Overclocker-Upgrades, die machen wir dann später. 3 Induction Finance, 3 Rotary Masterator. Ich würde sagen, die Sorting Machine baue ich dann im nächsten Part. Oder in der nächsten Aufnahme. Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Zuerst Induction Furnace oder Rotary Macerator? Erstmal die Rotary Macerator. Mache ich 3 Stück. Brauche ich für jeden 3 Flint, also 9 Flint holen. Zack. So. Mal. So. Sollte hoffentlich alles gewesen sein. Ich habe noch nicht mehr genug Electronic Circuits. Dafür muss ich mal gleich in die Fabrikhalle. Und mir mal das fertige Gummi abholen. So. Ich glaube, wenn man richtig platzsparend arbeitet, würde ich auf die Etage Refinery und Assembly Table noch hinbekommen. Und dann würde ich, denke ich mal, oder? Moment mal. Also ich würde hier hinbekommen. Die Power Supply auf jeden Fall. Das hier auch auf jeden Fall. Das hier würde ich auch noch hinkriegen. Das Teil würde ich vielleicht sogar auch gerade noch hinkriegen. Aber einfach der... Ne, der Prestige-Schreiber habe ich mal halt so eine schöne große Halle gebaut. Na gut, lieber schön als lässig streiten, aber ich finde es nice. So. Wenigstens brauche ich keinen so Klumpen, ohne jetzt irgendwas zu bedenken. Zack, meins. Na, gib mal zu essen. Na toll. Er wirft da sein Essen weg. Man spielt doch nicht mit Essen. Also. 1, 2, 3. Zack. Dann wollen wir noch mehr Zeug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho, 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 ho. Okay. Zack, fertig. Dann noch Refine Iron. Nehmen wir das mal mit. Zack, haben wir auf jeden Fall genug. So. Wie gesagt, bei der letzten Aufnahme war ich ja übel verpeilt und übel müde. Aber ich wollte es eigentlich nur mal so zum Test. Mal ein bisschen was aufnehmen, mal sehen, ne, was ich da gebacken kriege oder nicht. Ja, ne? Da habe ich hier gar nichts hingekriegt, aufnahmetechnisch. Ich habe die Musik vergessen, ich habe Traps nur auf halbe Aufnahmegröße stehen gelassen, ja. Da hat ja gar nichts gepasst. Mindestens war ich so schlau und habe den Aufnahmeknopf gedrückt. Bevor ich frage, was sie trinkt, ist übrigens Cola Light. So. Advanced Machine Block. Hört sie an wie so eine Militärmucke, so eine ältere. Fast. So. Ich glaube, das war das schon so, ne? Perfekt. Rotary Macerator auch fertig. So. Dann benötige ich nur noch die Induction Furnaces. Dafür brauche ich aber noch mehr Zeug. Ich nehme diesmal Stahlbahn, dann kriege ich mehr raus. Moment mal kurz. Stahlbahn. Da, Rolling Machine, die Rolling Maschine.
Rezepte, so. Mal kurz was nachgucken. Platten, bla bla, brauche ich nicht, oder zumindest noch nicht alles. Also ist fast alles Raycraft oder GregTech. Ja. Von Iron, bla bla. Oh, Titan, Brass und. Brass gibt. Okay, ich werde zukünftig Brass nehmen. Ist billiger. So, Zinn. Um eine Sache klarzustellen. Moment mal. Gibt da einmal Zink und Zinn. Zinn ist SN und Zink ist ZN. Ja, okay. Passt schon. Das ist eine englische Schreibweise. Weil ich glaube, GregTech nimmt das nicht sogar nochmal Zinn und Zink. Ach ja. Genau. Bratzen-Ingot. 6 davon. Auf zur unsichtbaren Maschinenhalle. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, dann kriegen wir immer schon 3. Gib mal her, los. Aber wenn man bedenkt, dass es immer gleich 3 sind, die er craftet, ist das schon schnell. Aber so im Allgemeinen ist es langsam. Weil wie schnell das jetzt hier geht. Zack, 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 zack. Fertig. You don't have to use more time to do this. So, ich muss mal kurz ins Lager, ins richtige Lagerhaus zurück. Muss mir mal ein bisschen Kohle holen. Oder haben wir hier noch zufällig Kohle drin? Nein. Hätte ja ganz zufällig sein können, dass wir da ganz zufällig Kohle drin haben und ich ganz zufällig aus Versehen den Zettel runterfallen lasse. Ich glaube mal, nach der Aufnahme wollte ich die Sorting Machine bauen, baue ich dann auch mal meine Haus fertig. So, dann finde ich mal wieder so ein bisschen den Baukram. Also. Kohle. So. Holzkohle, Kohle hier. 2 Stacks reichen. Für solche Sachen ist das schon ganz nice, wenn man halt 2 hat. Oder mehrere. Deswegen benutze ich jetzt auch öfter, wenn ich jetzt so große Vorhaben habe mit Kohle. Oder mit Coal Dust, dann nehme ich meistens auch die Rotary Macerator in meine Sorting Machine. Das sind meistens immer 2 oder 3. Ich glaube, das eine Mal war 3. Ja. Ne, ist halt besser, als wenn man jetzt nur einen benutzt. Schneller. Lass es mal fertig durchlaufen. Was brauchen wir denn noch? Nee, Moment mal. Doch, 21 Kupfer. Und erstmal allgemein Electric Furnace und eine generierte Welt. So, 3 Iron Furnaces, dann noch. Ist irgendein Hund verletzt, wenn dann hat er Pech, weil eigentlich sollten die voll live sein. Ofen. Okay. So, ist schon mal gut, dass wir uns mal mehr gemacht haben. Jetzt brauchen wir nur noch 6 Redstone und dann haben wir eigentlich alles. Aber manchmal denke ich schon, ich bin ganz schön verpeilt, aber. Na gut, es gibt genug, die jetzt von den Mods gar keine Ahnung haben. Für die bin ich ja schon Oberpro. So. Ja, mal kurz nochmal zurück. Geht da fix. Heutzutage.
Ja, damals muss man für die Strecke noch 30 Tage laufen. Richtig schlimm war das denn damals. So. Okay, wie viel brauche ich denn insgesamt? Zwei pro Teil, also sechs erstmal. Okay. Ja. Passt ja doch. Was macht der denn da? Ich habe da drauf geklickt. Klick. Klick. Klick, klick, klick. Gut, sollte eigentlich so gut wie alles mithaben. Oder zeigt mal auch mal raus. Also mehr als einen Kompressor braucht man nicht. Braucht man wirklich nicht. Wenn man sich das vielleicht ein bisschen einteilt, dann braucht man nicht mehr als einen so ein Teil aufgehitzt. Induction Furnace und Rotary Masturbator kann was anderes sein, aber Compressor und Extractor braucht man nicht zwei. Sei denn, man hat jetzt halt so eine riesige Fabrik, wo man jetzt auf einmal 30 so eine Teile auf Teufel komm raus craften will. Advanced Machine Block, das wieder in eine Kiste packen. So. Ach ja, ich habe ja noch gar nicht alles fertig, was ich brauche. Na egal, das mache ich dann noch. Also, Bottom Mice mit Brass Ingots nicht mehr. Das Gummi auch erstmal nicht mehr. So, was brauchte ich denn noch? Ach ja, ich brauchte noch 21 Zeug. Kupfer. Falscher. Und Induction Furnaces sind auch fertig. So, eigentlich haben wir maschinentechnisch so gut wie alles. Jetzt fertig. So, ich glaube, ich baue mal noch fix eine extra Kiste. Packe die einfach da oben drauf oder so. So. Damit ich da alles schnell griffbereit habe für die Sorting Machine. Haben wir nochmal normales Glas da? Ja, haben wir. Genau, gut. Wir haben immer noch nicht alles. Aber eine Sache mache ich mal. Denke ich mal offscreen. Also, es gibt ja hier diesen Brush. So, die Pinsel von Red Power, mit denen man die Pneumatic Tubes, die ich gleich craften werde, anmalen kann. Die craftet man wie folgt: mit einem Paintbrush, den man so craftet, mit einem Stock und einem mit irgendeiner Wolle. Und mit Farbe, mit einem Farbeimer. Den Farbeimer macht man halt mit Farbe, zwei Flexseeds und eine Paint Can. Flux ist übrigens das, was sie dann angebaut hat, was es so